Erfolgreich ist, wenn wir zusammen kooperieren, wenn wir auch den neuen Wind, der mit vielen neuen, tausenden neuen Mitgliedern im letzten Jahr gekommen ist, wenn wir den für uns nutzbar machen. Wir müssen das Gegenüber zur Rechtsentwicklung in Europa werden. Die Mitte muss sogar begreifen, dass sie uns braucht, weil sie es alleine niemals schaffte. Das müssen wir begreifen und sehen und voranbringen in Europa. Dass wir nicht zuschauen wollen, wie die Höckes und Gaulands im Schlepptau der neoliberalen Politik immer stärker werden. Dass wir nicht zuschauen wollen, dass gerade die Verlierer dieser Politik, die am meisten Benachteiligten, dass die jetzt in zunehmendem Maße dazu tendieren, solche Parteien zu wählen. Dem können wir doch nicht zuschauen, das können wir doch nicht wollen. Dann müssen wir doch erreichen, dass die uns wählen. Dann müssen wir doch erreichen, dass das nach links geht. Man muss sich mal angucken, was die im Bereich Steuern vereinbart haben. Faktisch nichts. Vermögensteuer, darüber redet ja nicht mal mehr einer. Erbschaft, selbst das kleine bisschen Spitzensteuersatzerhöhung, das hat sich die SPD von der CSU wegverhandeln lassen. Das ist doch absurd. Also Friedensmacht durch Aufrüstung. Das ist der Aufbruch, den sich die neue GroKo vorgenommen hat für Europa. Gestern hat in meinem Bundesland Sachsen-Anhalt der SPD-Landesparteitag mit Mehrheit entschieden, dass sie die Koalition ablehnen. Und ich hoffe, dass noch mehr Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sagen, nein zu dieser Europapolitik und nein zu diesem Sondierungsergebnis. Und deshalb sage ich, Solidarität heißt Kriegspolitik, Rüstungsexportpolitik, imperiale Politik der Bundesregierung zu verhindern und zu stoppen. Vielen Dank. Und dass Europa den Weg umkehrt in eine immer weitere und stärkere Militarisierung. Und damit verbinde ich natürlich auch die Hoffnung für ein friedliches Europa, für ein soziales Europa, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deswegen ist es falsch, wenn wir sagen, es geht um den Gegensatz zwischen Europa und dem Nationalstaat. Das ist nicht wahr. Es geht um den Gegensatz von oben und unten. Und dort muss die Linke stehen, unten, damit die Leute nach oben kommen. La question du bonheur est une question politique. Mon compatriote, le révolutionnaire Antoine Saint-Just, disait le bonheur, parce qu'on était en train de faire la révolution, nous autres les Français. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Vous voyez, c'est toujours les révolutionnaires qui ont les bonnes idées. Die Linke ist in erster Linie für die sozial Schwachen, für die Arbeitnehmer, für die Arbeitslosen zuständig. Und links, das ist das ganz Entscheidende, links muss immer die Eigentumsfrage stellen. Wer die Eigentumsfrage nicht stellt, stellt die Machtfrage in der Gesellschaft. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Und wenn die Merkel jetzt sagt, sie will eine stabile Regierung. Nein, was wir wollen, ist endlich mal mehr Stabilität für das Leben der Menschen, dass sie nicht mehr Angst haben müssen, dass ihr Job ausläuft, dass sie keine Rente bekommen, dass sie krank werden und keine Absicherung haben. Das ist doch das, worum es geht. Und das ist unser Anliegen. Und in dem Sinne, lasst uns in diesem Jahr kräftig dafür kämpfen, damit wir Ende des Jahres noch deutlich stärker sind, als wir jetzt sind. Vielen Dank.